Um halb eins, da hat die Hoffi noch nie was gemacht. Oh, die sind so lecker, diese Kekse, Frau Hoffmann. Sie können noch Kekse essen? Sie meinen die Chipsies? Ich habe wohl Hunger, sag ich ihm. Das war so eine Kackidee von uns hier, ne? Adult Gold. Jetzt dachte ich, Sie sagen, das war so eine Kacksendung. Nein, das war eine voll schöne Sendung. Ja. Aber es war eine Scheißidee von uns, zu sagen, ja, wir fressen den ganzen Tag nur noch Süßigkeiten. Sie sind schuld. Sie sind hier mit dem ganzen Rucksack an Süßigkeiten angekommen heute. Heißt ja nicht, dass wir nicht dazu noch eine gescheite Pizza oder sowas bestellen könnten. Nächste Woche müssen wir wieder was bestellen, Frau Hoffmann. Das halte ich nicht durch. Vier Stunden nichts essen, das ist fürchterlich. Hoffmann und Kollmann, völlig überzogen. Der Podcast. Können Sie sich vorstellen, dass das Folge 17 ist mittlerweile? Folge seit 17 Wochen, also mit Sommerpause, aber sonst 17 Wochen machen wir hier jede Woche jetzt so einen Podcast am Abend. Vielleicht ist 17 auch eine geile Zahl, um mal aufzuhören. Immer noch nicht? Nein? Ich habe so viele Leute angefragt, Frau Hoffmann, wir können gerade nicht aufhören. Ich habe mindestens 15 Interviewanfragen am Laufen gerade. Ja, wussten Sie, dass wenn man Illuminati rückwärts in die Adresszeile eingibt, hier oben im Internet, und .com dahinter setzt, dann kommt man auf die Startseite der NSA. Frau Hoffmann, Sie sind hier in meinem privaten Netzwerk. Hören Sie auf, da solche Sachen, so Seiten anzustören. Sonst stehen bei mir nämlich die Leute vor der Tür, wissen Sie, morgen in der Früh. Und ich will ausschlafen morgen. Ich will mal endlich mal ausschlafen nach der Frühsendungswoche. Hier, Benachrichtigungen aktivieren, auch Newsletter, ja, wollen wir alles haben. So. Ach, Frau Hoffmann, wir haben noch eine WhatsApp reinbekommen nach der Sendung. Die will ich ganz kurz mal ansprechen. Und zwar hat der Michi geschrieben, ihr habt ja gerade was ausgelöst bei mir mit den Titanen des Radio. Ich habe diese Woche die Pro7-Doku über die Rechten gesehen. Dabei ist mir eingefallen, dass es vor über 30 Jahren eine Diskussionsrunde bei Live aus dem Alabama mit Neonazis gab, die mich genauso emotional betroffen gemacht hat wie diese Doku diese Woche. Und das ist leider auch made in Germany. Seit so langer Zeit reden wir über mit Nazis und es wird einfach nicht besser. Da hat er recht. Haben Sie diese Doku auch gesehen? Ja, bisher leider nur zur Hälfte, weil ich zwischendurch wirklich ins Bett musste, ich war ja krank. Aber ich will sie mir noch zu Ende anschauen. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass es das einfach bestätigt, was ich so in meinem tiefsten Innern glaube, dass man, weiß ich nicht, ob wir als Medium, als Medien, auch denen viel zu viel Raum gegeben haben und viel zu viel Aufmerksamkeit. Mit dieser Doku oder generell? Nee, generell. Oder ob man nicht genug Aufmerksamkeit darauf gelegt hat, um es schnell wieder in die Schranken zu weisen. Aber ich weiß es nicht. Irgendwas hat man falsch gemacht. Plötzlich sind sie wieder da. Früher habe ich noch gedacht, ganz ehrlich, so bis zu, keine Ahnung, bis zu meinem 30. Lebensjahr dachte ich, oh Gott, Rechte, die gibt's doch, gibt's die wirklich noch? Mhm. Macht das noch jemand? Wer ist denn noch so rückschrittlich? Macht das noch jemand? Ja, wer ist denn noch so rückschrittlich? Das geht doch nicht. Mhm. Und jetzt sind die auf der Straße, demonstrieren und plötzlich ist auch das Wort Nazi ist für die ja auch gar kein Schimpfwort mehr. Die bezeichnen sich ja selbst. Das ist ganz als Nationalisten. Diese Doku klärt übrigens auch genau diese Frage, wieso es auf einmal wieder so viele von diesen Menschen gibt und klärt diese Frage auch auf. Ich möchte jetzt nicht spoilern, ich kann nur empfehlen oder wir können nur empfehlen, sich diese Doku mal anzugucken. Für Pro7-Verhältnisse wirklich richtig cool. 2 Stunden, richtig lang, aber wirklich gehaltvoll und wirklich spannend und auch noch werbefrei. Also wurde werbefrei auf Pro7 ausgestrahlt. Und kann man sich jetzt auch werbefrei in der Mediathek ansehen und kann ich nur empfehlen, vom lieben ProSieben-Kollegen Thilo Mischke produziert und moderiert und der macht es richtig gut. Dann gibt es ja noch eine, ist das auch eine Doku, dieses Social Dilemma? Das habe ich vor ein paar Wochen gesehen, das ist auch sehr spannend, auch bei Netflix. Das steht bei mir auch irgendwie auf der To-Do-Liste. Ich weiß noch nicht genau, muss ich mich da vorher dann schon, ich meine, erzählen die mir was Neues, dass Facebook und so weiter alles über mich wissen, das weiß ich doch schon vorher. Ja, da geht es noch ein bisschen tiefer. Das ist schon die Hauptfrage, aber es geht auch ein bisschen darum, wie die mit ihnen spielen. Ne? Also benutzen Sie seitdem Google, Facebook und so weiter nicht mehr? Also von Google komme ich schwer weg, weil es dann doch so diese Hauptsuchmaschine ist, mit der man alles findet. Facebook nutze ich wirklich eigentlich nur noch freitags für unsere Musikwünsche. Also privat mache ich da relativ wenig mehr drüber. Ich versuche auch so wenig wie möglich mich da einzuloggen und ich habe auch die App vom Handy gelöscht mittlerweile. Kein Bock mehr drauf. Oh, kenne ich ganz viele, die das jetzt, nachdem sie das gesehen haben. Social Dilemma. Ja. Also das ist, da packen Menschen aus, die einfach seit Jahren gearbeitet haben bei Google, genau. Facebook etc. Und auch so in den höheren Etagen. Und in die den packen einfach aus und sagen, wie es im Hintergrund wirklich abläuft und was sie mit uns tun. Muss man sich für entscheiden können. Für dieses herbstliche, teilweise regnerisch kalte Wochenende ein guter Tipp. Ist ja eigentlich auch perfektes Wetter dafür, um mal so ein bisschen die mystischen, gruseligen Sachen rauszuziehen. Mögen Sie das?
Gruselfilme gucken. Ich bin großer Fan von, wobei Gruselfilme nicht allein, wenn dann zu zweit. Ja, schon, ne? Mir ist es, also ich mag auch so Filme, so die alten Klassiker, Friedhof der Kuscheltiere und Es und ja, sowas kann ich ganz gut. Übrigens auch viele alte deutsche Krimifilme finde ich auch total gruselig teilweise, weil die teilweise in Schwarz-Weiß damals noch gedreht wurden und das ergibt schon so ein Gruselfeeling einfach, so dieses Schwarz-Weiße, so diese bösen Gesichter, die dann nochmal ganz anders zum Ausdruck kommen als mit Farbe. Kann ich auch sehr empfehlen. Alte deutsche Krimis, so aus den 50ern, 60ern. Den neuen Quatsch, den kann ich ja nicht so gut. Ich habe vor ein paar Jahren, hat mir mein damaliger Freund, wollte mit mir unbedingt Saw gucken. Um Gottes. Kennst du dieses Saw rein? Ja, da geht es einfach nur noch schlimmer und ekliger. Und nach, ich glaube, es waren 20 Sekunden, wurden meine Lippen weiß und ich bin so halb vom Sofa gekippt. Mhm. Und habe dann gemerkt, okay, ich habe meine Grenze erreicht. Also Saw ist nichts mehr für mich, das kann ich nicht. Und wissen Sie, was auch teilweise wirklich gruselig ist? Es gibt mittlerweile gemeinsame Public Viewings. Also wir hatten es hier auch mal eine Zeit lang. Aktenzeichen XY ungelöst im ZDF. Also mit richtigen Fällen. Richtigen Fällen, wo Polizisten ihre aktuellen oder vergangenen Fälle vorstellen, die sie bisher nicht lösen konnten oder nicht aufdecken konnten. Und da werden dann die Zuschauer um Hilfe gebeten. Und da erfährt man auch mal so die tiefen Abgründe, die hier in Deutschland vielleicht sogar ein paar Häuser weiter passieren, von denen man so gar nichts mitbekommt. Und genau sowas hat uns auch auf die Spur geführt von einem ganz besonderen Menschen. Mhm. Und den wollen wir euch heute Abend vorstellen. Genau, Josef Wülfing. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM, schöne neue Radiowelt. Unzählige Male, Frau Hoffmann, hat er dem Bösen ins Auge geblickt und den grausamsten Mördern der Stadt Geständnisse entlockt. Der ehemalige Chefermittler der Münchner Mordkommission, Josef Wülfling, der kennt sämtliche Tricks der Vernehmungskunst. Vielleicht kann er den ein oder anderen auch bei Ihnen heute mal anwenden. Damit klärte er nämlich in seiner Dienstzeit spektakuläre Fälle, wie zum Beispiel den Sedlmayr- und den Mooshammer-Mord auf. Der schnappte Serientäter und er verhörte hunderte Kriminelle und wir hatten das große Glück, mit ihm zusammen über seine alten Tatorte zu laufen. Und das war ein total krasser Abend. Also es war schon dunkel, wir haben uns am Marienplatz getroffen und es hat angefangen zu regnen und es war kalt. Und dann sind wir von einem Tatort zum nächsten geschlendert und er hat uns einfach auch von seiner Arbeit erzählt und auch Fragen beantwortet, wie zum Beispiel, welche Arten es von Mördern überhaupt gibt. Es gibt verschiedene Tätertypen. Die große Gruppe der Beziehungstäter, das ist alles, was mit Emotionen zu tun hat, meist im zwischenmenschlichen Bereich, im engen menschlichen Nahfeld sozusagen. Neid, Eifersucht, Streit und so weiter und so fort, kennt jeder. Dann gibt es natürlich die speziellen, es gibt Serientäter, man schätzt etwa 50, die in Deutschland aktiv sind. Und die meisten werden bei uns in Deutschland natürlich schon vorzeitig gestoppt. Also ich hatte etliche Fälle, wo man sagen kann, der wäre vielleicht zum Serienmörder geworden, wenn man ihn nicht schon bei der zweiten oder dritten Tat gefasst hätte. Also die große Gruppe der Sexualmörder. Alles, was mit Sexualität, mit Vergewaltigung und so weiter zu tun hat, mit Kindsmord und so weiter. Ganz eine tragische Geschichte. Gott sei Dank relativ begrenzt. Und da gibt es natürlich auch Auftragsmörder und es gibt natürlich auch Mafia und es gibt auch Hooligans und Rocker und alles Mögliche und Zuhälter. Das gibt es alles, aber 70% sind in der Regel Beziehungstaten. 42 Jahre, Frau Hoffmann, war Herr Wülfing im Polizeidienst, davon 22 bei der Münchner Mordkommission. Und wir haben ihn mal gefragt, wie viele Mordfälle es denn in seiner Dienstzeit so generell in München gab. In den 22 Jahren, die ich bei der Mordkommission war, waren hier in München 1211 Tötungsdelikte, 361 vollendete und 850 Versuche. Moment, München, sicherste Stadt Deutschlands? Ich dachte, da langweilt man sich auch ein bisschen als Mordkommissar. Ja, irgendeiner hat einmal gesagt, im Fernsehen, irgendein Fernsehkommissar, in München bei der Mordkommission zu arbeiten, ist ungefähr so, wie wenn man Förster in der Sahara ist. Und das ist aber ein guter Spruch, aber ganz so ist es natürlich nicht. Bei der Zahl von 1211, aber natürlich im Vergleich zu anderen Weltmetropolen, ist es geradezu himmlisch. Wir leben wirklich hier in München in einer der sichersten Millionenmetropolen Europas, wenn nicht gar weltweit. Und das ist ja immerhin ganz erfreulich und haben mit die höchste Aufklärungsquote. Aber
Sie wissen auch, in München hat es schon ganz, ganz schreckliche Verbrechen gegeben und Anschläge und so weiter. Da steckt man nicht drin, das kann überall passieren. Überall auf der Welt, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Aber wir sind gut aufgestellt. Und da kann man sagen, in München kann jede Frau zu jeder Tages- und Nachtzeit in jedem Bereich rumlaufen, ohne dass sie Angst haben muss, dass sie überfallen wird oder dass ihr was passiert. Das kann natürlich passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Viel höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr zu Hause etwas passiert. Und Josef Wilfling hat nicht nur die größten Schlitzohren hinter Gittern gebracht, er weiß es selbst, wie das ist, im Knast zu sitzen. Ein Vöglein hat uns da was gezwitschert. Ja, ich war als 16-Jähriger an einer Rauferei beteiligt bei einem katholischen Zeltlager. Was? In Oberfranken, also. Muss man sich mal vorstellen. Es war völlig harmlos. Mein Gegner war der Bürgermeistersohn. Die haben uns dann angezeigt und dann stand ich vorm Jugendgericht und der hat mich dann zuerst zu 50 Mark Geldstrafe verurteilt und dann auf Einspruch nach meiner Mutter, dass das ja sie bezahlen muss, hat er mir ein Wochenendearrest verpasst. Und dann musste ich an einem Wochenende, an einem Samstag, einrücken in die JVA Hof und musste dort einen Wochenendearrest abbrummen. Und in einer Zelle bei Wasser und Brot. Wohlgemerkt, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute wird das strikt verboten. Da würden ja die Behörden wegen Folterei angezeigt. Bei Wasser und Brot. Und das war für mich ein so einschneidendes Erlebnis. Das war für mich so schockierend, durch diese Gitterstäbe da rauszuschauen und eingesperrt zu sein, dass ich mir geschworen habe, nie mehr wieder bringe ich mich in so eine Situation. Und dann bin ich zur Polizei. Und wie sind Sie dann zum Mordkommissar geworden? Ja, ich habe alte Sparten durchlaufen bei der Polizei. Ich bin dann in Schwabing gewesen, auf einem Polizeirevier. Das war ja eine Zeit, da kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Damals die 68er, jeden Tag Demonstrationen. Jeden Tag war der Halligalli, Vietnamkrieg, Notstandsgesetzgebung, Osterunruhen. Da war was los in der Stadt. Das Verhältnis Polizei und Studenten war ja äußerst gespannt. Wir waren ja richtig, sagen wir mal so, verfeindet fast schon. Zwei Fronten. Und ja, es waren zwei Fronten. Und wenn man in Schwabing mit dem Streifenwagen unterwegs war, hat man aufpassen müssen, dass man nicht angegriffen wurde. Und man konnte auch das Auto nicht alleine stehen lassen, sonst waren die Reifen zerstochen und das Blaulicht zerschlagen. Das war damals eine wahnsinnige Zeit. Und hat sich Gott sei Dank dann wieder beruhigt. Dann ging es halt weiter. Ich war Zivilfahnder. Auch hier gleich am Hofbräuhaus war ich dann in eine Schießerei verwickelt, wo ich dann fast einen Kopfschuss erlitten hätte. Und gerade um ein Haar ging die Kugel knapp über meinen Kopf drüber. Ja, war schon einiges los damals. Schon einiges erlebt, der Herr Wilfling. Und er kann sich sogar auch noch an seinen ersten großen Fall erinnern. Mein erster großer Fall war ein Mordversuch an einer jungen Studentin im Olympiagelände. Und das war ein junger Mann aus Norddeutschland, der nach München kam zum Studium und hat Germanistik studiert und ist dann außer Kontrolle geraten und hat diese Stadt überzogen mit einer unglaublichen Serie von schwersten Delikten, Banküberfälle, Raubüberfälle, Brandstiftungen, Bombenanschläge. Also es war ein breites Muster und das alles nur, weil er den dringenden Wunsch hatte, endlich einmal, er war 23 Jahre alt, mit einer Frau schlafen zu dürfen. Und das war sein Bestreben. Der sah sehr unvorteilhaft aus. Mit seinen 23 Jahren hatte er so einen komischen Haarkranz, eine Vollglatze und fand halt wenig Beachtung. Und sein Ziel war, endlich mal mit einer Frau zu schlafen. Das hat nicht funktioniert. Dann hat er sich überlegt, da war er dann Exhibitionist und hat sich als Nachtsfrauen so ein bisschen überfallen. Und dann hat er sich immer mehr gesteigert. Dann hat er eine Bank überfallen und ist ins Bordell gegangen mit dem Geld und wollte es mit einer Prostituierten probieren. Hat nicht funktioniert. Und dann kam er auf die Idee, jetzt versuche ich es mit Gewalt. Und den haben sie geschnappt? Und den haben wir dann überführt nach einem Jahr. Ein Jahr dauerte dieser Kampf zwischen ihm und mir. Wir konnten ihm nichts beweisen. Und er war nicht bereit, irgendwas einzugestehen oder zuzugeben. Aber wir waren sicher, er war es. Womit hat er sich verraten? Durch das Geständnis. Es war dann
wirklich so eine Verbindung entstanden zwischen ihm und mir. Der hat mich dann so als eine Art, ja, fast schon wie ein Kumpel betrachtet, weil ich ein Jahr an dem dran war. Und er hat mit niemandem Kontakt gehabt und vor mir hat er einen gewissen Respekt. Und dann kam jene Nacht, da hat er wieder mal eine Bombe gelegt im Sozialamt und da ist er erwischt worden und dann bin ich aus dem Urlaub heimgefahren. Haben geholt, dann kam diese legendäre Nacht der 17-stündigen Vernehmung, an deren Ende er dann gesagt hat, ich war's, ich habe sie niedergestochen. Dann hat er alles bis ins kleinste Detail gestanden, was er jemals getan hat in dieser Stadt und es war wirklich teilweise skurril. Trotz dieses mühseligen ersten Falls, Herr Wüffing, sind Sie dabei geblieben und die Karriere begann eigentlich erst somit. Ich meine, grundsätzlich, wie geht man denn typischerweise an einen Mordfall ran? Was sind da die ersten Vorgehensweisen? Das ist völlig verschiedentlich. Also Mord ist nicht gleich Mord. Das meiste sind ja Beziehungstaten, die aber genauso schwierig natürlich zu erklären sind. Und ein festes Muster gibt es nicht. Beginnen Morde ohne Leiche, mit der Vermissung der Person. Das kann man nie sagen. Man kommt an einen Tatort und denkt sich, naja, oh je, das wird eine langwierige Geschichte. Und 2-3 Stunden später kann es schon geklärt sein. Oder man kommt an einen Tatort und denkt, oh, das wird nicht besonders schwierig sein. Das liegt da eigentlich klar auf der Hand. Und dann dauert es jahrelang. Und das kann man vorher nicht sagen. Dann schauen wir uns mal einen Ihrer bekanntesten Mordfälle an. Wir sind nämlich jetzt auf der Maximilianstraße, können ja noch ein bisschen weiter wandern. Erzählen Sie mal, was da damals genau vorgefallen ist und wie Sie an diesen Fall rangegangen sind. Das war im Jahre 2005. Ich hatte noch 3 Jahre bis zu meiner Pensionierung. Und dann kam eines Morgens der Anruf. Es war ein Freitagmorgen. Der Herr Mooshammer liegt tot in seiner Wohnung. Und auf meine Frage, ob das ein Fall für die Mordkommission ist, hat der Kollege gesagt, ja, wenn jemand 4-mal ein Kabel um den Hals geschlungen hat, dann geht er davon aus, das ist ein Fall für die Mordkommission. Und da hat er natürlich recht gehabt. Wir sind dann rausgefahren, ich kann mich noch erinnern, als ich ankam dort mit meinem VW Polo, waren schon mindestens 2 Dutzend Kamerateams da. Ich weiß heute noch nicht, wie die das gemacht haben. Die waren schneller als ich, wobei ich jetzt nicht der Schnellste war, weil ich war eigentlich nie der Schnellste. Aber das war dann schon absehbar, oje, das wird entsprechendes Presseecho geben. Und tatsächlich lag er dann tot in seiner Wohnung im ersten Stock vor dem Schlafzimmer. Er war begleitet, er lag auf dem Rücken. Die Kleidung war ordentlich, man hat gesehen, hier hat kein großer Kampf stattgefunden. Das Kabel war um den Hals geschlungen. Entsprechend war natürlich die Zunge nach außen getreten und so weiter und die üblichen Merkmale. Und in dem Schlafzimmer bellte Daisy, der berühmte Hund. Den Hund musste man dann erstmal bergen. Und zwar so bergen, dass er das Herrchen nicht sehen konnte, das Tote. Das haben die Angestellten verlangt, damit das Tierchen nicht traumatisiert ist. Und den haben wir halt in der Tasche dann rausgetragen. Ja, und dann ging's los. Was war das? Was steckte dahinter? Jetzt wussten wir natürlich, dass der Herr Mooshammer nächtens alleine mit seinem Rolls-Royce durch die Gegend fährt, hauptsächlich in der Bahnhofsgegend hier umeinander und nach Sexualpartnern sucht. Das war bekannt. Das haben alle Insider gewusst. Was ja auch kein Wunder ist, weil es war ja nicht gerade unauffällig, mit einem hellen Rolls-Royce durch die Gegend zu fahren. Und an dem Abend kam er eben an den Falschen, nämlich an seinen Mörder. Diesen jungen Iraker, der gerade vorher in einem Spielcasino das ganze Geld seiner Freundin verzockt hatte und in gewisser Weise tief verzweifelt war. Und dann hält natürlich einer mit einem Rolls-Royce und nimmt ihn mit in eine Villa, wo es nach Geld geradezu stinkt. Und da kann man sich leicht vorstellen, dass der natürlich dann nicht mit 80 Euro zufrieden war, sondern der hat seine Chance gesehen. Ui, da könnte ich jetzt eine Kohle machen oder da ist was zu holen, hat sich entschlossen, ihn umzubringen. Und das ist ihm dann gelungen, das hat man genau rekonstruiert. Mooshammer hat ja immer seine Freier immer zurückgefahren. Dort, wo er sie aufgenommen hat, hat er sie wieder hingebracht. Und wir gehen davon aus, dass der Herr Mooshammer die Treppe runterging, vom ersten Stock nach unten. Und als er ein paar Stufen tiefer war, hat der andere von hinten blitzschnell dieses Kabel um den Hals rumgeschlungen, das er vorher aus der Schublade genommen hat, während der Mooshammer im Badezimmer war und hat sich sauber gemacht. Und dann hat er ihn umgerissen. Der lag dann mit dem Rücken am Boden. Dann hat er an diesem Kabel dermaßen festgezerrt, dass das richtig um den Hals sich eingeschnürt hat. Und auf diese Weise wurde er erdrosselt. Ja, und dann hat der Täter die Taschen von ihm ausgeleert und hat noch Geld gesucht und ist dann abgehauen. Gott sei Dank konnte man 2 Tage später an diesem Kabel
Und zwar an einer Stelle, die dann gebrochen war. Das Kabel war zerrissen. Und innen an dem Draht, der innen läuft, eine DNA-Spur entdecken. Eine sensationelle Leistung von der Rechtsmedizin. Und diese DNA-Spur ergab sogar einen Treffer in der DNA-Datei. Denn dieser Täter war schon mal erkennungsdienstlich behandelt worden, weil er wegen Vergewaltigung angezeigt worden ist von einer Ex-Freundin. Und deshalb war er in der Datei. Und so kam es zu diesem Treffer. Jetzt war die Frage, wo ist er? Er hat ja sonst immer bei seiner Freundin gewohnt und Gott sei Dank ist er dorthin noch einmal zurückgekehrt. Er wollte sich ins Ausland absetzen, aber einmal noch kam er zurück. Und genau in dem Moment haben wir ihn abgefangen und haben ihn festgenommen. Dann wurde er zur Mordkommission gebracht, hat dann auch gestanden. In dem Sinne, dass er behauptet hat, Moshammer hätte mit ihm gestritten und sie hätten einen Streit gehabt. Er wollte ihn nicht bezahlen und sein gutes Recht, das ist klar. Das nennt man die subjektive Wahrheit der Täter. Klar, kein Täter wird sich in dem Sinne selber belasten, sondern der wird versuchen, Schadensbegrenzung zu betreiben. Und das muss man ihm auch zugestehen, das ist ein gutes Recht. Das Gericht hat es ihm natürlich nicht geglaubt. Man konnte eindeutig nachweisen, dass es ein heimtückischer Angriff war und dass er aus Habgier gehandelt hat. Und deshalb ist er auch zu lebenslanger Haft verurteilt worden, wobei auch noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde. Und das heißt, dass er nach 15 Jahren auf keinen Fall auf Bewährung entlassen werden kann, sondern da kommen dann nochmal 5 bis 10 Jahre obendrauf. Der Mooshammer-Fall ist sein berühmtester Fall, aber es gibt einen, den er nie wieder vergessen wird in seinem Leben. Einer der schlimmsten war ein Polizeibeamter, der in einer Nacht 2 Menschen enthauptet hat, bei lebendigem Leibe mit einer Axt. Es war ein Kollege der Polizeiinspektion 13, also in Schwabing. Und der hatte seine Ex-Freundin, die eine Erbschaft gemacht hat und das Geld wollte er unbedingt haben, die hat er dann in eine Falle gelockt. Und weil sie ihm kurz vorher erzählt hat, dass ihr aktueller Freund von dem Treffen weiß, hat er auch den in der Nacht rausgeklingelt, hat ihn betäubt mit so einem Getränk, das er mit Rohypnol versetzt hat. Und beide hat er dann in einem Waldstück bei Dachau mit einer Axt enthauptet. Und das war ein Fall, der einem dann schon sehr, sehr nahe geht. Auch natürlich, weil es ein Polizeibeamter war, von dem er ja also mit Recht sowas nicht erwartet. Und das war ein Schock für uns alle, für die ganze Münchner Polizei. Und Gott sei Dank ist es uns gelungen, das aufzuklären, obwohl wir wochenlang nach den Leichen gesucht haben. Wir wussten, er war's. Aber er hat uns natürlich nicht am Anfang mit der Wahrheit bedient, das ist ja logisch, sondern hat es wie alle Täter bestritten und wir fanden dann keine Leichen und haben Riesensuchaktionen durchgeführt, wurden dann immer wieder auf die falsche Fährte gelockt von Mitteilern, die sich teilweise einen Spaß draus gemacht haben und haben Meldungen gemacht, ja, wir haben das Auto da und da gesehen. Dann wurden wieder Riesenwaldgebiete durchsucht und wir fanden auch Leichen und Dutzende von toten Hunden und alles Mögliche, aber halt nicht unsere Leichen. Und die wurden erst einige Wochen später von einem Pilzesammler entdeckt in der Nähe von da draußen in Fahrenshausen in der Gegend, der da durch den Wald ging und dann einen wahnsinnigen Leichengeruch wahrnahm. Und so ist man dann, hat man die dann gefunden, ohne Köpfe und ohne Hände. Aber man hat gewusst, das sind die beiden Vermissten. Mit diesem Wissen ist er dann konfrontiert worden. Es ist aber schon wochenlang, hat er gewusst, wenn wir die Leichen haben, dann wird er nicht mehr leugnen können. Und so war es dann auch. Er hat dann ein Geständnis abgelegt und hat uns auch gezeigt, wo er die Köpfe vergraben hat und die Hände. Und zwar in einem Feld. Und diesen Anblick, als wir die Köpfe ausgegraben haben, den vergisst man sein Leben lang nicht. Und das sind die Bilder, die man mit sich herumträgt, bis man irgendwann einmal stirbt, die man nie vergisst, aber mit denen man natürlich umgehen kann. Das muss man lernen, die einem nicht jetzt in Angst und Schrecken versetzen, aber die vergisst man nicht. Die vergisst man nicht. Und da wurde uns kalt und wir haben uns ins Warme verzogen mit Herrn Wilfim in ein kleines Wirtshaus in der Innenstadt von München und haben weiter gequatscht und haben mal Krimis angesprochen. Denn Frau Hoffmann und ich, wir gucken gerne Krimis. Inwiefern haben denn diese Geschichten aus dem Fernsehen mit der Wahrheit zu tun? Mit der Wahrheit haben die Krimis in der Regel wenig zu tun. Wobei ich jetzt nicht pauschal alle Krimis
verdammen möchte, um Gottes Willen. Es gibt gute Krimis, es gibt weniger gute, es gibt natürlich auch viel Schrott, es gibt ja auch viel lustige Krimis, schwarzer Humor. Nichts dagegen einzuwenden. Dienen ja dazu, den Menschen so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten und die Defizite aufzuzeigen, das ist in Ordnung. Dagegen habe ich überhaupt nichts und ich kann auch nicht sagen, dass es total unrealistisch ist, weil ich natürlich Fälle erzählen könnte, die kann ein Autor gar nicht erfinden. Weil wenn man die in einem Krimi zeigen würde, würde jeder sagen, das ist ja Schwachsinn. So etwas gibt es ja im richtigen Leben nicht. Aber es ist so. Die brutalsten Fälle schreibt immer noch das Leben. Aber die Leute können sehr gut unterscheiden zwischen der Realität und der Fiktion. Und das merkt man, wenn man an einen Tatort kommt. Es gibt ja eine gewisse Faszination von Krimis aus. Ja, die Leute sitzen am Fernseher, knabbern Nüsschen und Spannung, Fantasie, alles in Ordnung. Aber wenn man an einen Tatort kommt, dann herrscht dort Angst und Verzweiflung. Fassungslosigkeit kennt jeder, wenn irgendwo sowas passiert. Die Leute kommen sofort aus den Häusern und sagen, mein Gott, hier bei uns, dass sowas bei uns hier möglich ist. Und das war doch so ein netter Mensch oder das waren doch so nette Menschen. Und das ist da eigentlich der wesentliche Unterschied. Und der nächste Unterschied ist halt von den Handlungsweisen. Wenn man ein Krimi anschaut, da muss natürlich Spannung erzeugt werden. Ja, meistens ist es ja dann so, dass erst einmal ein Tatverdächtiger aufgebaut wird. Und dann kommt noch einer dazu und dann kommt noch ein. Die haben alle wunderbar Motiv. Und irgendwann am Ende kommt dann einer, der völlig unverdächtig ist. Und der war es dann. Und im richtigen Leben ist es genau umgekehrt. Im richtigen Leben ist es, was am wahrscheinlichsten ist, meist auch das Richtige. Also wenn die Ehefrau tot im Keller liegt, dann war es in 99% aller Fälle der Ehemann und sonst und nicht der große Unbekannte, rein statistisch bei der Mordkommission. Und wenn die Hoffi tot in der Küche liegt, dann war es so 100% der Herr Kollmann. Ja, nicht ganz sicher, aber möglich. 42 Jahre war er im Polizeidienst, 22 davon bei der Münchner Mordkommission. Josef Wülfing, mit dem wir nachts durch München gelaufen sind und uns alte Tatorte angeguckt haben. Und da musste natürlich auch die Frage gestellt werden, ob bei ihm in der Zeit als Kommissar auch mal was schiefgelaufen ist. Das gehört dazu, dass auch mal etwas schief geht. Und es gehört auch dazu, dass man nicht alle Fälle klären kann. Und in einigen Fällen ist es wirklich sehr belastend. Es gibt heute noch 3 Fälle von jungen Frauen, die in den 90er Jahren, 91, 93, 95 aus München verschwunden sind. Das eine war die 18-jährige Sonja Engelbrecht, die aus dem vom Stiegelmeier Platz spurlos verschwunden ist. Wir gehen natürlich davon aus, dass sie ermordet wurde. 2 Jahre später wurde eine kanadische Studentin hier in München, mitten in der Stadt, am Lehmbachplatz in dem Nachtcafé, da war sie zuletzt verschwunden. Und dann Monate später fand man ein Bein von ihr in einem Waldstück bei Otterbrunn. Und wiederum Monate später ein Arm von ihr in der Isar in Landshut. Und beide Teile waren eingefroren. Das konnte man feststellen. Das heißt, es muss irgendwo eine Gefriertruhe gegeben haben, wo diese Teile eingefroren waren und dann entsorgt wurden. Und das sind Fälle, die konnten nie geklärt werden und das belastet einen. Weil die würde man natürlich wahnsinnig gerne klären, weil ja die Familien daran zerbrechen. Die Familien sind daran zerbrochen. Okay, jetzt ohne Herrn Kollmann. Noch verstehen wir uns zwar ja super, aber wie sieht denn der perfekte Mord aus? Den perfekten Mord gibt es nicht. Es gibt den unentdeckten Mord. Leider Gottes tausendfach. Denn auf einen entdeckten Mord kommt mindestens ein Unentdeckter, sagen die Experten. Und das sind dann die Fälle, wo man sagt, wenn auf einem Friedhof, auf jedem Grab, wo ein Ermordeter drin liegt, ein Lichtlein brennen würde, dann wäre der Friedhof Tag und Nacht hell erleuchtet. Das sind die Fälle, die uns gar nicht bekannt werden. Wenn sie uns aber bekannt werden, dann ist die Frage, was verstehe ich unter einem perfekten Mord? Perfekt heißt ja vollkommen, vollendet. Tut sich schon mal die Frage auf, kann ein Mord überhaupt vollkommen und vollendet sein? Und ist es das Verdienst des Täters, dass er nicht überführt wurde? Oder war es das Versagen der Ermittler? Das ist die große Frage. Ich habe einen einzigen perfekten Mord miterlebt, der auch nicht geklärt werden konnte, zu meinem Ärgernis. Und das war wirklich der allereinzigste. Also, es gibt ihn.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Josef Hilfing, Frau Hoffmann, jetzt kann ich heute wahrscheinlich nicht schlafen. Bleiben Sie hier heute Nacht. Sie können, ich richte Ihnen auch alles her hier mit Decke und Sie kriegen noch so eine gute Nacht. Sie ja gar nicht, Herr Kollmann. So eine gute Nacht hier kriegen Sie noch und alles, was Sie brauchen, Frau Hoffmann. Ich bin eh so ein bisschen angeduselt von dem warmen Bier, der sich heute die ganze Zeit während der Sendung getrunken hat. Ja, dann bleiben Sie einfach Vielleicht hier. Vielleicht bleibe ich einfach hier. Bleiben Sie einfach hier. Und dann erzählen wir uns gegenseitig Gruselgeschichten. Ja, genau. Nee, wir schauen Saw an. Wir schauen Saw. Ja. Ach, Frau Hoffmann, eine Sache müssen wir heute noch mal kurz ansprechen hier an dieser Stelle. Wir sind wieder preisverdächtig. Wir jetzt persönlich nicht. Also unser Chef ist preisverdächtig. Ja, sollen wir überhaupt noch kurz Werbung machen? Ja. Nachdem Sandra Gern, unsere Kollegin für das Ego FM Chelsea Hotel, schon den Deutschen Radiopreis abgesahnt hat, auf dem, boah, wir sind so sackstolz auf sie, hätten wir jetzt gerne noch, kurz bevor wir die Weltherrschaft an uns reißen, den Comedy-Preis. Und zwar von der BLM. Mhm. Und den könnt ihr abstimmen für den BLM-Hörfunkpreis. Mhm. Und zwar im Bereich Comedy sind wir Kollmann. Vorhanden. Im Bereich Kollmann. Im Bereich Kollmann. Comedy sind wir vorhanden. Und zwar unser Programmchef Fred Schreiber. Der ist eher so ein bisschen ungewollt lustig. Seine Tagebücher wurden veröffentlicht, vertont, niemand weiß warum oder woher oder wer es getan hat. Wir feiern den Menschen nur sehr dafür und wenn ihr euch da mal reinhört oder auch nicht, klickt einfach mal für uns, gebt uns eine Stimme und vielleicht bekommen wir dann auch noch den Comedy-Preis. Und also ich hab's im Pipi, wir haben einen Run. Herr Kollmann, wir haben einen Run. Im Pipi haben Sie es? Ja, ich hab's im Pipi. EgoFM.de, da gibt's alle Infos dazu. Frau Hoffmann, ich habe noch eine Nachricht für Sie jetzt an diesem Abend. Was denn? Kurz nach 4 Stunden Sendung und noch Ewigkeiten Podcast. Ich habe gerade meine Corona-Warn-App aufgemacht und mir wird hier gerade mitgeteilt, dass ich eine Begegnung mit niedrigem Risiko hatte. Und sind Sie das vielleicht? Sie hatten eine Begegnung mit einer später Sie Corona. Sie waren noch bei Trump. Wir wollten nicht mehr drüber reden, Frau Hoffmann. Den ganzen Tag geht es hier nur um Trump. Sie hatten eine Begegnung mit einer später Corona-positiv getesteten Person. Ihr Infektionsrisiko wird auf Grundlage der Daten der Risikoermittlung dennoch als niedrig eingestuft. Waren Sie nicht länger als 10 Minuten wahrscheinlich oder 1/4 Stunde an dieser Person dran? Kann ich nicht gewesen sein. Wir sind zu nah an einem Fleck. Eine Frage habe ich noch an Sie. Nennen Sie 3 Gemüse. Achso, die haben Sie mir ja schon gestellt hier heute. Die aussehen wie ein Penis? Ja, das haben Sie mir. Aubergine, Zucchini, Pastinake. Welche 3? Nee, das hatten wir auch schon. Die Karten hatten wir ja hier heute schon alle. Wir machen Sie, nehmen Sie halt ein neues Stapelchen. Wir haben noch nicht alles durchgespielt. Wir spielen das doch erst seit 4 Wochen. Ach ja, hier. Nennen Sie 2 Legenden, die durchaus wahr sein können. Wieso denn nur 2? Das heißt doch 3, Star. Das sind aber nur 2 jetzt hier. 2 Legenden, die wahr sein könnten. Ja. Kennen Sie eine Legende? Loch Ness vielleicht? Haben Sie? Die Legende von Loch Ness und dem Yeti, das haben wir schon geklärt. Yeti haben wir mit Reinhold Messner geklärt. Persönlich geklärt, könnt ihr nachhören bei unserem Podcast. Die Legende, dass Frau Hoffmann während der Hoffmann-Kommand-Radio-Show freitags von 16 bis 20 Uhr mehr als viel Alkohol trinkt, die würde ich an dieser Stelle... Auf dem Sofa liegt und nichts macht, während Herr und Kollmann nichts macht. Sich den Arsch abarbeitet. Diese Legende ist wahr. Nicht wahr. So, das war's von meiner Seite. Wir gucken jetzt noch irgendeinen scheiß Gruselfilm, Herr Kollmann. Bleiben Sie hier? Ja, ich bin ein bisschen toll. Hier. Draußen ist eh so ein Sturm drauf. Da würden Sie nicht weit kommen mit Ihrem Fahrrad. außer Sie hätten Rückenwind, dann schon vielleicht. Sie sind schon ein bisschen süß. Ach, vielleicht hole ich mir doch ein Taxi. Was holen Sie sich? Vielleicht hole ich mir doch ein Taxi. Ne, bleiben Sie ruhig hier. Bleiben Sie nach dem Interview hier mit dem Josef Hilfing. Sind Sie, das sind bin Sie, ich heute ein bisschen. Sind Sie ein Schisser? Bin ich ein bisschen. Sehe ich ein. So, wieder die starke Frau hier. Wollen wir uns was zum Essen bestellen? Ja, bitte. Jetzt habe ich echt Hunger. Ich habe so einen Scheißhunger. Ja. Fragen Sie mich mal. Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Sushi oder Pizza? Beides.